Oh nein. 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 Und einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Outlast hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder... Ruft denn um die Uhrzeit noch an? Hallo? Ah, Senix, hallo. Ja, was gibt's? Livestream? Am Samstag? Okay. 21 Uhr. Ja, Zeit habe ich schon. Natürlich, kann man da machen. Was willst du spielen? Ah, gucken wir noch an. Alles klar, mein Guter. Na gut, also, hau rein, gell? Wir sehen uns am Samstag also. Ciao! Jo, das letzte Mal sind wir ja genau hier stehen geblieben, im Kleiderschrank der Mädchenumkleidekabine. Abgehauen vor den zwei Irren. Der Spielstand ist ein klein wenig weiter vorne gestartet. Das heißt, vielleicht haben wir jetzt nochmal den kleinen Bonus, dass dieser kranke Irre nicht schon wieder hier rumläuft. Ich habe übrigens eine Idee. Es hieß ja, wir sollen der Blutspur folgen. Das bedeutet Folgendes, Leute, Folgendes. Wahrscheinlich im allerletzten Raum, wo das letzte Mal uns der Typ nachgerannt ist, müssen wir wahrscheinlich irgendeinen Schalter aktivieren, dass wir den Knopf hier drücken können und den Aufzug hochrufen können. Genau. Jetzt brauchen wir an dieser Stelle natürlich noch ein klein wenig Glück. Ich frage mich halt immer noch, wie wir hier an den Leuten vorbeikommen sollen. Ich meine, das ist ja mal schon übermäßig viel Glück. Können wir das Ding nehmen? Das wäre jetzt einfach zu geil. Können wir nicht. Okay. Das ist auch sowas, da wollte ich schon immer mal machen. Mit so einem Feuerlöcher rumsprühen. Also. Scheiße. Der dreht sich doch jetzt. Ja, da ist der Knopf. Scheiße! Okay, okay, okay. Okay, okay. Wir haben es kapiert. Da ist übrigens noch eine Tür, wo wir gucken könnten, ob wir da rein können. Wir wissen ja aus Erfahrung vom letzten Mal, dass uns der Typ nicht ewig nachläuft. Ah, mit Q könnte ich mich auch noch umdrehen. Und in die Umkleidekabine von den Mädchen. So. Aber schon krass, wie wenig Adrenalin ein durch die Adern fließt, wenn man die Szene schon gemacht hat. Ich glaube, der kam jetzt nicht, ne? Aber das letzte Mal war der dann da. Ja, der war da. Scheiße, wie das letzte Mal. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an dem vorbei? Ich bin am Überlegen. Was hat er jetzt gemacht? Wo ist der lang? Ich höre Schritte. Ist das der Typ hoffentlich nur? Geht der wieder zurück? Vielleicht ist er auch abgehauen. Wo ist denn der hingegangen? Hier war übrigens auch noch ein Kleiderschrank, aber ich glaube, der ist zu nah. Entschuldigung, das schaffen wir nicht. Da rein. Hier ist keiner mehr? Ist uns der Typ... Der ist immer noch da. Alles gut bei dir? Jucken wieder die Flöhe?
Boah, ich schwör, die Stelle ist mega tricky. Ich habe andauernd das Gefühl, er sieht uns. Ey, der Typ ist jetzt 100 Pro, der ist doch jetzt 100 Pro da drin, oder? Oh, es könnte jederzeit einer von hinten aber auch kommen. Ah, der ist gar nicht mehr hier. Der ist abgehauen durch diese komische Tür. Okay. Gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Ne, immer schön Leute im Dunkeln mit Nachtsichtgerät, damit euch ja nichts entgeht. Okay, jetzt können wir... Ich weiß, ich sage wieder viel zu viel. Okay. Follow the blood. Ah, das ist die Tür. Nice. Schön, dass einer so weit mitgedacht hat und uns das daran geschrieben hat. Die Musik gefällt mir nicht. Oh! Komm schon! Nein! Oh! Nein, du Missgeburt! Lass mich los! Lass mich los! Oh, der ist sicher viel zu dicht hinten dran. Der ist viel zu dicht hinten dran. Rüber, rüber, rüber! In die Umkleidekabine! Los, los, los! Das hätte doch böse ausgehen können. Das hätte doch richtig böse ausgehen können. Ich würde aber noch eigentlich mega gern in den Raum reingehen, wo der Typ jetzt gerade stand. Diesen mittleren Raum. What the fuck? Was geht hier ab? Was ist das? Sollen wir schon rausgehen? Wie riskiert. Wenn er jetzt um die Ecke kommt, sind wir geschissen. Ach, ich will zu gerne in den Raum, aber ich will es auch voll nicht riskieren. Na, die grüne Soße sieht nicht wirklich gut aus. Alles clean. Gespeichert. Nice. Okay, was haben wir hier? Ein Sicherheitsraum? Natürlich. Warum sind eigentlich immer die Sicherheitsräume abgeschlossen? Wir haben ihnen eine Chance gegeben. Das sind die Bastarde. Von vorhin. Ah, übertreibt's nicht, Leute. Guck mal an der Batterie. Ja, also das sind auf jeden Fall irgendwie so Fred und George. Und jetzt? Also ich meine halt jetzt auch wirklich, was müssen wir denn machen? Gibt's hier noch einen anderen Weg? Bitte, ist da abgeschlossen. Drücke Leertaste, während du dich auf eine Kante zubewegst, um hinunterzuspringen und da dich festzuhalten. Boah, so schlimm sehen die doch gar nicht aus. Haben einfach die Entwicklung zum Menschen noch nicht richtig abgeschlossen. Aha. Keine Chance. Aber wir sollen jetzt hier runterspringen. Und jetzt? Du kannst dich seitwärts nach links oder rechts bewegen. Oh, die machen euch sicher die Glasscheibe kaputt. Und greifen mich oder irgend sowas. Oh, jetzt passiert gleich was. Jetzt passiert gleich was. Das hört sich nicht gut an. Weiter, weiter, weiter. Wo sind die hin? Wo sind die hin? What the fuck? Ich kann mich aber auch nirgends verstecken. Okay, wir können was lesen wieder. Ein Journaleintrag. Markov Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit vom Project Wallrider.
Schauen Sie im Markov Corporation Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Also hier geht es um die Wartung der Sicherheitstore, dass die regelmäßig durchgeführt wird. Wir können aufgrund von diesem Journal jetzt davon ausgehen, dass das wahrscheinlich in der jetzigen Situation nicht geschehen ist. Das heißt, vielleicht haben wir irgendwo Glück. Ja, aber ich will da nicht raus. Was sollen wir denn jetzt machen? Och man, ey, die zwei machen mir echt Angst, ne? Aber die Tür ist halb... Ah, das sind die Sicherheitstore, da haben wir es doch schon. Seht ihr? Ich sehe die aber auch nicht. Haben wir die nirgends hier auf den... Überwachungskameras? Nee. Dann kann ich davon ausgehen, dass da hinten die Tür wahrscheinlich verschlossen ist. Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Also nochmal, wir probieren es mal. Ja, gut, das war klar. Ist wahrscheinlich sogar eine von den Türen, wo wir vorhin versucht haben aufzumachen. Das sind halt wirklich Sicherheitstüren. Jo, jetzt mal aber ernsthaft. Guck doch mal, wie stahlgesichert die Türen hier sind. Und dann willst du mir sagen, dass die hier einfach ein Glas verbauen, was man so einfach aufschlagen kann? Wo sind denn die Lappen? Ich hab Herzrasen, ne? Wir sollen aber der Blutspur folgen, aber hier ist das Sicherheitstor halb offen. Scheiße, wo lang? Ey, ich hab richtig Schiss, ne? Verdammt, wir gehen mal noch weiter. Aber es könnte auch eine Falle sein. Okay, wahrscheinlich ist die Tür verschlossen. Für die Tür ist eine Sicherheitskarte notwendig. Okay, wir müssen nachher hier durch, aber jetzt brauchen wir erstmal eine Sicherheitskarte. Zeig mal her. Oh Leute, das wird irgendwie immer lauter. Ich kann einfach nur hoffen, dass die uns im Dunkeln hier nicht sehen. Was? Wir müssen es eindämmen. Oh Leute, auch die Musik. Ich hoffe einfach nur, dass nichts von hinten kommen kann. Oh. Ist schon lange her, dass ein Jumpscare da war. Da kommt sicher gleich was. Ist da offen? Nee. Oh, ich krieg Gänsehaut. Was haben wir hier? Die Sicherheitskarte. Oh Mann. Das war jetzt bestimmt ein Trigger. Jetzt passiert was. Wenn man so lange auf... Leute. Ich ahne Böses. Also ab in die Mädchenduschen. Hallo? Und leise wieder zumachen. Warte doch, ich will schnell die Tür zumachen. Übertreib! Da ist irgendwas da hinten. Da schwingt nur irgendwas rum. Okay. Okay, okay, gut umgucken. Vielleicht finden wir noch eine Batterie. Ey, die Musikuntermalung macht... Entkomme durch die Dusche. Durch die Duschen. Also wenn da schon Entkommen steht, dann heißt das nichts Gutes. Was heißt das? Oh Mann. Ich habe halt auch keinen Bock, dass mir plötzlich einer nachrennt.
Oh, wie schön draußen regnet es. Es ist inzwischen Nacht geworden. Kriegt man. Da ist einer! Da ist einer! Wieso ist plötzlich hinter mir einer? Wieso ist denn da noch einer? What the fuck? What the fuck? Fred, warte! Oh nein! Das muss ich wahrscheinlich zensieren. Der hatte aber richtig einschlagende Argumente gehabt, sage ich jetzt mal. Verdammt! Da war, glaube ich, ein offenes Fenster gewesen. Von wo kam denn der Typ? Deswegen zieht man auch diesen Stoff hier so. Boah. Was? Oh, mich greift jetzt hier gleich ein. Geh runter. Muss ich da wieder rein oder was? Ich kann mir gleich richtig vorstellen. Hier rein. Was heißt denn das? Tschüss. Mann, wieso können wir die Tür dann noch nicht wieder leise schließen? Der knallt die dann immer so zu. Links oder rechts, Leute? Okay. Der linke Gang, der bewährt sich immer. Hä? Hier waren wir doch schon, oder? Nee, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Okay, hier können wir irgendwas machen. Bevor ich den Knopf drücke, möchte ich noch schnell da hinten gucken, was da ist, weil ich weiß nicht, was das auslöst. Okay, wir drücken den Knopf. Just do it. Was auch immer das bewirkt. Luftschleuse. Oh nein, 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 oh nein. Bitte nicht hoch. Wehe. Du bist zu fett. Du kommst hier nicht durch. Du bist zu fett. Kann der hier hoch? Ist mir egal, ob der das kann. Ist mir echt egal. Ich will nicht, dass der hier hochkommt. Ich trau mich gar nicht umdrehen. Oh, vor dem Typen habe ich echt Angst, Alter. Dagegen sind Fred und George einfach gar nichts. Halt. 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 Halt! Wohin? Ich weiß doch nicht, wohin! Lass mich los! Oh. Blöd aber auch.
Und hoch. Und hoch. Was müssen wir denn machen? Also nach links können wir nicht. Da unten war die Tür verschlossen gewesen. Können wir da rüber? Ey, ich muss es nochmal gucken. Vor allem, wie soll man das denn auf dem... Wie soll man das denn First Try schaffen? What the fuck? Oh, scheiße! Finde einen anderen Weg in die Dusche. Ja, ja, kleiner Spitzbube. Egal, was für Hindernisse uns in den Weg gestellt werden. In die Duschen wollen wir immer rein. Ach, das ist wieder... Hä? Wir sind wieder hier in den Knast unten. Jo, die waren vorher aber noch nicht da gewesen. Oh, das ist der Typ aus dem Rollstuhl. Nee, das ist ein anderer. Oh nein. Okay, Leute. Ich muss kurz überlegen. Rechts war eine Tür offen gewesen. Okay, es ist aber auch dunkel. Das ist aber auch ein Monster, der Typ. Ich versteck mich. Wo ist denn der? Oh nein. Oh nein, der kriegt uns. Nicht bewegen. Wo soll ich denn bitte lang? Ich hab doch keine Ahnung. Ja, moin. Der ist aber mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hier hat es einige offene Türen. Wir probieren First Try. Oh nein. Jetzt wissen wir auch, warum wir uns unter den Dingern hier verstecken können. Genau deswegen. Ich hätte nicht reingehen sollen, weil jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Ist der rechts oder links? Batterie wird bald leer. Wo ist denn der? Okay, das ist unsere Chance. Noch schnell Batterie wechseln vorher? Also ich könnte das nicht im Dunkeln. Ich würde am liebsten rennen, aber... Und jetzt laufen wir hier lang und gehen hier rein. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Okay, nochmal zu, nochmal unter das Bett. Nein, unter das Bett. Ich muss die Treppe hoch. Als ob der jetzt hier reinkommt. Dir klebt da was am Schuh. Hätte ich noch warten sollen? Hier hoch. Ich traue mich nicht aufzustehen, gell? Wir machen das richtig im Slow-Motion-Modus. Links ist verschlossen. Der kommt uns 100 pro nachgelaufen. Ich hätte nicht aufstehen sollen. Ja, ja, ein Geist. Bleib schön da unten. Bitte ist da offen. Als ob! Oh, müssen hier lang. Weil den halten Türen nicht auf. Der kommt die Treppe hoch.
Und jetzt? Wo läuft denn der lang? Der ist hinter uns. Links? Wir laufen weiter. Wir laufen weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. Oh nein. Oh nein. Wo will der lang? Ich weiß nicht, wo der lang will. Runter. Oh, es hat gespeichert. Okay, Leute. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder am Start. Und nicht vergessen, Leute, am Samstag, ich werde mal wieder einen Livestream starten mit dem guten Cenix um 21 Uhr hier auf YouTube. Wer Bock hat, kann zugucken. Wer keinen Bock hat, guckt euch einfach das Video an dazu, was ich im Nachhinein hochlade. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bewertet mein Video ruhig positiv. Und ansonsten nochmal, haltet die Ohren steif. Schönen Abend noch, euer Nier und ciao.